Extrem narzisstische Eltern haben zur Bildung ihrer Kinder ein total unterschiedliches Verhältnis. Manche überfordern ihre Kinder ständig, haben ein riesengroßes Anspruchsdenken ihnen gegenüber und setzen sie ständig unter Druck. Andere wiederum, die legen ihren wissbegierigen Kindern richtig viele Steine in den Weg. Ja, so speziell wie dieses Verhältnis der stadtnarzisstischen Eltern zu der Bildung der Kinder ist, so unterschiedlich wirkt das eben auf die Kinder und so unterschiedlich sind auch die Auswirkungen. Wir gucken heute uns genau deshalb dieses Thema mal an. Wie ist der Umgang mit stadtnarzisstischen Eltern ihren Kindern gegenüber zum Thema Bildung? Warum ist das so? Was macht das mit einem vielleicht? Was kann man aber auch selber machen, um das selber für sich besser einzuordnen? Das alles schauen wir uns heute mal an. Hi, ich bin Marie. Natürlich gibt es wieder viele Tipps. Das habe ich fast vergessen, das will ich aber nicht, denn das ist ganz wichtig hier auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Heute ein Thema, was wir immer wieder hier auf dem Kanal, ist uns schon oft begegnet, habe ich schon oft angesprochen und ich hatte es immer auf der Agenda, jetzt mal ein Video dazu zu machen. Das gucken wir uns heute, wie gesagt, einfach mal, so einfach ist es oft gar nicht, genauer an. Wenn du eigene Gedanken hast zum Thema, super gern, schreib es in die Kommentare, können wir uns natürlich auch austauschen. Und ansonsten, wie gesagt, jeden Samstag, frisches Video, frischer Content zum Thema Narzissmus, Psychologie, gesunder Selbstwert, psychische Gesundheit ist hier ein Thema. Und wie gesagt, wichtig sind mir immer die Tipps, keine Schwarz-Weiß-Sicht und kein Bashing. Ja, ich möchte jetzt nichts verwecken, aber wenn man sich so ein bisschen ein paar Worten dieses Thema Bildung einfach oft anguckt, das Image von Bildung bei stadtnarzisstischen Menschen, dann finde ich, fällt auch ja immer auf, dass sie selber ja ihre Welt oft einteilen, wisst ihr ja, in dichotomes Denken ist bei ihnen sehr ausgeprägt, schwarz-weiß, also es gibt die Schlauen und es gibt die Dummen sozusagen. Und sie wollen natürlich unbedingt in die Kategorie schlau fallen. Ja? Und man muss auch sagen, dass sie das oft nach außen verkaufen wollen. Und das ist aber nicht immer unbedingt der Fall, denn gerade bei verdeckten Narzissten habt ihr das sehr oft, dass sie sehr faul sind. Und wir wissen alle, ich weiß es aus der Ausbildung, aus meinem Studium, oh, was habe ich gebüffelt, ja. Und es ist einfach, Bildung ist wirklich zeitintensiv. Man muss viel Hirnschmalz verbrennen. Und so einfach ist das nicht. Und das kommt gerade verdeckten Narzissten oft in die Quere, weil sie unglaublich faul sind. Und ihr habt das sehr oft bei den offenen Narzissten, die haben eher so eine Vorliebe, dass man sich schnell oberflächliches Wissen eher aneignet. Ihr habt oft auch so dieses Reden oft sehr scheinbar nach außen hin erstmal zu zeigen, dass sie sehr gebildet sind, ist ihnen oft sehr wichtig. Wenn ihr aber, wie gesagt, mal genauer und tiefer hinschaut, ist es oft so, dass es, ich habe es hier nicht, ohne abwertend zu sein, eine gewisse Bauernschleue sozusagen, ne? Dann ist es sehr oft dieses, dass sie viel über die Sprache auch machen, habe ich hier oben und hier unten auch mal ein Video zu gemacht. Also wer viel redet, hat recht, ja, glauben sie oft, wer laut redet vielleicht auch, dann traut sich keiner mehr was zu sagen, dann hat keiner wieder Worte sozusagen, dann müssen sie ja recht haben. Sie führen mitunter auch vermeintlich andere Menschen, die nichts wissen, sozusagen vor. Da haben sie ja oft, wenn es ausgeprägt ist, auch gar kein Problem mit. Und so kreieren sie sich dazu sozusagen ihre eigene Welt nicht selten. Denn Wissen, das hat für sie auch oft das Label, Wissen ist doch Macht. Wer Wissen hat, ist mächtig. Dass dem überhaupt gar nicht so ist, darauf kommen sie oftmals gar nicht. Und deswegen ist dieses Thema aber Wissen und Bildung, wie gesagt, bei ihnen oft sehr ja, hoch belegt sozusagen und sie wollen damit unbedingt auch oft in Verbindung gebracht werden und das um jeden Preis. Jetzt schauen wir uns aber mal dieses Thema Bildung an im Kontext des narzisstischen Elternhauses, wenn ihr ein, zwei, also Vater, Mutter, beide vielleicht auch zusammen statt narzisstisch habt, kann das durchaus eine Auswirkung haben. Das habe ich so ein bisschen unterteilt. Einmal fangen wir an mit dem Selbstbild der Eltern im Umgang mit den Kindern zum Thema Bildung. Wenn euch das übrigens narzisstisches Elternhaus, dieses ganze Themenkomplex interessiert, also was sind da oft so Abläufe, was macht das mit einem vielleicht auch, was kann man aber auch machen, wenn man so aufgewachsen ist, da vielleicht auch ein bisschen Probleme hat, sich auch besser abzugrenzen, sich selbst zu stärken. Alles Thema in meinem aktuellen Buch, hier oben und hier unten auch verlinkt, könnt ihr mal stöbern, da sind auch noch viel, viel mehr Tipps drin.
Das eine ist, das erste, das Klima der Angst, habe ich es genannt. Das herrscht sehr oft in stark narzisstischen Elternhäusern. Habe Respekt vor deinen Eltern, keine Widerworte. Das ist wie so ein Mantra, was so über einem auch schwebt, was oft vielleicht auch gesagt wird. Stark narzisstische Eltern wollen ihre Kinder oft nicht im kritischen Denken erziehen, sondern diese werden eher oft verunsichert, wenn sie mal eigene Meinungen ausbilden, eigene Ideen vielleicht auch haben. Das kann mitunter auch einen Grund darin haben oder begründet sein darin, dass diese Eltern vielleicht auch selber im Denken der Kinder auch mitunter nicht mitkommen. Zoe, die war schon immer sehr neugierig, etwas zu verstehen. Und es war aber schon früher auch ganz früh so, dass wenn sie Ideen hatte, sie sofort von ihrer Mutter irgendwie klein gemacht wurde und in Frage gestellt hatte. Was Zoe da rausbrachte, und wenn Mama das kritisch betrachtet, hatte Mama eigentlich auch immer recht, das hatte sich bei Zoe schon so eingebrannt, sie lag dann ganz bestimmt falsch. Und das ist etwas, was Zoe auch heute noch hat. Bevor sie andere Menschen quasi mal anzweifelt, glaubt sie immer, dass sie doch auf jeden Fall falsch liegen muss. Das nächste ist, ein Teil des narzisstischen Elternteils oder vielleicht auch beide sind unglaublich laut mit gepaarter Selbstherrlichkeit. Das habt ihr sehr oft beim offenen Narzissmus, wenn das sehr ausgeprägt ist. Die Sprache ist dort sehr präsent, sehr laut und kaum einer traut sich da quasi auch zu widersprechen. Ne? Und das ist etwas, was natürlich dann so einen fatalen Effekt hat. Das heißt, wenn ihnen niemand widerspricht, ihnen niemand klare Grenzen setzt, dann glauben sie ja, dann liegen sie ja auf jeden Fall auch richtig. Das muss man aber ehrlich sagen, das ist ja eben nicht der Fall. Es ist nicht die Realität. Viele Menschen gehen vielleicht nicht in den Konflikt, ja, denken sich mitunter ihren Teil und sagen vielleicht auch nichts. Wenn man aber so aufwächst mit so einem lauten Vater, Mutter vielleicht auch, ja, dann kann es durchaus sein, dass man denkt, naja, der Papa hat halt immer recht. Sagt ja auch immer, hat ja auch immer keiner was gesagt, der weiß es ja auch richtig. Oder die Mama, die weiß einfach auch Bescheid. Ne? Da ist zum Beispiel, sind so Erlebnisse, so eine Feier im Verein und der Vater stellte mal wieder wilde Behauptungen auf und redete laut. Ja, erklärte dem Fußballtrainer mal wieder, wie es laufen musste. Das kannte Markus schon von seinem Vater, ja, und er belehrte ihn dann auch immer. Und der Fußballtrainer sagte auch irgendwann nichts mehr, der Vater wusste es wieder besser. Ja, der Vater hat totale Ahnung. Und es kann sein, dass Markus das wirklich so aufgewachsen ist und tatsächlich denkt, der Vater kennt sich mega aus. Dabei war der Fußballtrainer einfach immer schon genervt, hat den Vater irgendwie reden lassen. Und es war vielleicht schon immer der Running Gag, wenn der Vater kam, hinter vorgehaltener Hand, da kommt wieder der zweite Trainer. Und das kann dann irgendwie auch sein, die Mutter lästert über die Lehrerin, die sagt, die Pädagogin, ja, die sollte man lieber selber ihre Klasse hier wiederholen. Ja, was denkt sie sich? Ich weiß doch genau, was mein Kind hier gut tut, wenn sie so unfähig ist, die Kinder auch zu unterrichten. Auch das kann so ein Punkt sein, dass sie sich einfach über alle Menschen sozusagen stellen und auch beim Thema Wissen, also immer Wissen, auch mehr Wissen als jegliche Lehrer, Pädagogen sich da immer drüber stellen. Dann habt ihr auch dieses Selbstbild oder dieses Verhalten oft bei stark narzisstischen Menschen, die vor allem sehr faul sind, was ich eben gerade gesagt habe, die haben oft 1000 Ausreden. Also ihr seid, wenn ihr so aufgewachsen seid, mit diesen Ausreden der Eltern aufgewachsen, dem Glauben auch. Die Mutter zum Beispiel erzählt immer, ach, ich habe ja immer so ein Interesse gehabt, auch Medizin zu studieren. Ich habe dann Arzthelferin ja gelernt, ich manage ja auch die Praxis, ich hätte auch das Zeug gehabt, aber dann bist du ja gekommen und dann musste ich mich um dich kümmern. Und und als Kind hat man zum einen schlechtes Gewissen deswegen und denkt, die Mama hätte das eigentlich auch machen können und hat auch den Laden im Griff. Dass es überhaupt nicht so ist, dass die Mutter vielleicht auch gar nicht die Kompetenz hat, darauf kommt man oft nicht, das stellt man mitunter auch gar nicht in Frage. Oder auch verpasste Bildungschancen, ja, auch das wird immer viel darüber geredet, ach, ich hätte, ja, aber in Wirklichkeit sind es gar keine gewesen und haben sie sich auch nicht wirklich bemüht, diesen Weg auch oft zu gehen. Also es ist viel Rederei irgendwie auch, aber als Kind glaubt man das mitunter und rechnet den Eltern deswegen mehr Bildungschancen zu, als sie vielleicht real auch einfach gehabt hätten. Das nächste ist, dass Kinder eben stark emotional abhängig sind von diesen Eltern. Das ist auch ein Punkt. Das nächste ist, in diesen Elternhäusern ist es auch so, dass sie weder zu kritischem Denken erzogen werden, noch dürfen sie eben ihre Eltern hinterfragen, hatte ich ja eben auch schon angesprochen. Ne?
Das Selbstbild dieser stark narzisstischen Eltern ist eben, wir haben recht, ja, keiner hat uns in unserer Erziehung auch anzuzweifelt oder uns zweifelt auch niemand an. Also das ist auch etwas und in so einer Instanz quasi, in so einer Instanz wächst man dann auch eben auf. Man hat vielleicht auch echt merkwürdige Sprüche von zu Hause total verinnerlicht dass man wirklich auch einen falschen Eindruck hat der Realität, auch im Hinblick auf Bildung. Ne? Schlaue Köpfe, ja, die kopieren halt dann auch andere schlaue Köpfe. Hahaha, sagt der Vater immer. Und das ist irgendwie immer sein Spruch, ja, und man glaubt das irgendwie, dass die Welt so funktioniert. Oder die Mutter immer, ja, die Nachbarin hat mir jetzt gerade da was gemacht, so im Keller, ne? Ich sage nur, sei schlau, stell dich dumm. Sind auch so Sprüche. Das sind Lebensmottos, die tatsächlich viel aussagen, die sie aber auch in ihrem eigenen Hinblick auf Bildung einfach widerspiegeln oftmals. Sie reden aber viel, wie schlau sie eigentlich sind. Das sind die Reaktionen am narzisstischen Elternhaus oft auch auf die eigene Bildung. Also man glaubt einfach immer, die Eltern sind halt wahnsinnig schlau. Man glaubt denen einfach, wie gesagt, dass sie richtig viel wissen. Sie stapeln tief, aber wollen vom Umfeld das Gegenteil hören. Das habt ihr auch sehr oft, ja. Habt ihr über verdeckten Narzissten eher ausgeprägt. Also die sind immer so, ach nee, das könnte ich ja nicht, oder ach ja, das hätte ich bestimmt nicht gewusst. Und ihr als Kind, ihr kennt das aber schon, zu sagen, nein Mama, du weißt doch so viel, du weißt das ganz bestimmt. Und die Mutter so wieder zu stabilisieren und ihr dieses Bild dann nach außen zu spiegeln, dass sie doch eigentlich total wissend ist und auch richtig viel kann. Ja, dann gibt es die Reaktion, wenn ihr so aufgewachsen seid, von Kindern, die möglichen Reaktionen, wenn man in so einem Elternhaus aufwächst mit diesen ganzen Punkten. Es gibt verschiedene Sachen. Es gibt einmal, dass die Kinder in solchen Elternhäusern mitunter vielleicht wissbegierig werden und sich oft in Bildung auch flüchten. Also Flucht in Bildung ist ein Punkt. Kinder narzisstischer Eltern flüchten sich in Bildung, wollen aus verschiedenen Intentionen. Einmal vielleicht über Erfolge, die sie vielleicht in der Schule irgendwie haben, endlich gemocht zu werden, Anerkennung zu bekommen. Ihr werdet in solchen Elternhäusern, wenn ihr so aufgewachsen seid, sehr oft runtergemacht, in Frage gestellt. Und dann ist es vielleicht so, dass wenn man dann gut ist in der Schule, man einmal in der Schule selber vielleicht gemocht wird und dass die Eltern einen vielleicht auch mal loben, ja, dass man was macht und deswegen vielleicht auch was bekommt, dass das vielleicht auch gar nicht eintritt, kann leider der Fall sein. Dann manchmal auch eben in der Schule, wie gesagt, und es kann auch sein, dass man sich sozusagen gedanklich in eine Welt flüchtet. Also wenn sonst auch in narzisstischen Elternhäusern ist ja sehr oft, ist eine gewisse Stimmung, ist mitunter auch physische, psychische Gewalt, da sind wir aber schon im Extrembereich einfach auch. Das gibt es alles und dann kann dieses Lernen einfach, ob das Lesen ist von Büchern oder ob das wirklich auch für die Schule lernen, wirklich eine andere Welt sein, in die man dann einfach eintaucht, wo man vielleicht seine Ruhe sozusagen hat und die einem dann in dem Moment auch einfach hilft. Mitunter kann einem das auch die Stange halten, zu sagen, ich lerne jetzt ganz viel und wenn ich ganz viel weiß, dann komme ich hier vielleicht auch raus sozusagen, wenn man irgendwann so eine Art Fluchtgedanken hat, ich möchte dieses Umfeld irgendwie verlassen und deswegen super fleißig eben wird oder vielleicht eben auch, wie gesagt, eine Mini-Belohnung mal erhält. Ja, wenn man eine gute Note bekommt, wenn man lernt, bekommt man wenigstens mal etwas mehr als zu Hause, wo man vielleicht ganz, ganz viel macht. Stichwort Parentifizierung, also auch die Rolle der Eltern übernimmt. Hier oben, hier unten im Video. Und da bekommt man zumindest mal etwas Anerkennung. Wie gesagt, man sieht es als Ausweg quasi, diese Bildung in eine andere, bessere Welt mitunter. Sag mal, wenn ihr irgendwo auf dem Dorf sitzt beispielsweise und euch wie gefangen fühlt, könnt ihr aber auch in der Stadt, ihr denkt, okay, dann kann ich woanders hingehen, dann gibt es vielleicht auch Möglichkeiten. Es gibt aber eine große Gefahr, die das Ganze auch birgt. Man bekommt eben ein falsches Maß. Denn auch wenn man sich richtig gut und doll bemüht und auch gute Noten schreibt, dann ist man trotzdem in solchen Elternhäusern im schlimmsten Fall nicht genug. Das heißt, ihr habt zum Beispiel in Deutsch die Note 2 gehabt, dann kommt, ja, eine 2 ist ja gut.
Toll ist ja auch eine Eins. Also die Nachbarin, die hat ja auch, habe ich gehört, die hat irgendwie da in Deutsch sogar eine Eins. Also ihr werdet immer auf eure Fehler quasi hingewiesen und arbeitet euch auch da ab, bildungsmäßig, und seid auch da nie genug, was natürlich total anstrengend ist und auch vor allem traurig. Es gibt, wie ich finde, den sogenannten Worst Case, den wir uns jetzt mal anschauen. Man wächst in einem stark narzisstischen Elternhaus auf. Ein oder beide Eltern sind stark narzisstisch. Und man ist schlauer als die eigenen Eltern. Das gibt es natürlich auch und flüchtet sich in Bildung. Eigentlich ist es so, ne, wenn ihr euch ein gesundes Elternhaus anguckt, dann freuen sich natürlich ihr Eltern, wenn das Kind von selber was lernen will, was wissen will, neugierig auch ist. Ja? Und auch wenn ein Kind schlauer ist als die Eltern, sind die Eltern in der Lage, das anzuerkennen und diesem Kind trotz allem in ihrem Rahmen die bestmögliche Bildung zu ermöglichen. Ja? Und narzisstische Eltern sind, wenn es sehr ausgeprägt ist, halt eben ganz anders. Sie fühlen sich mitunter sogar von diesen Kindern bedroht und können dieses Kind quasi auch irgendwie nicht kontrollieren. Und das kann dann verschiedene Auswirkungen haben. Sie merken, dass ein Kind schlau ist, vielleicht auch mehr weiß, und werten es deswegen ab. Es bekommt vielleicht so einen Namen. Ja, unser kleiner Schlaui-Schlumpf. Ja, das ist unser Schlauschlumpf hier. Ja, guck mal, was weißt du denn schon wieder? Und es wird immer eher belächelt und in Frage gestellt. Das kann natürlich super demotivierend für ein Kind sein. Das kannst du nicht wissen, du bist ein Kind. Auch das kann immer wieder abgewertet werden, selbst wenn Kinder mehr wissen als die Eltern. Nun, tu mal nicht so schlau, sind vielleicht auch so Sätze. Sie fördern ihre eigenen Kinder nicht. Das ist total traurig natürlich, wenn von extern mitunter vielleicht auch sogar jemand kommt, an die Eltern rantritt und sagt, hey, ich habe das Gefühl, ihr Kind, ne, könnte da und da gefördert werden, dass sie das einfach nicht wollen. Das Kind soll nicht bestärkt werden, eine bessere Schule zu gehen. Also es gibt ja auch Punkte, wo entschieden wird, auf welche Schule kommt ein Kind. Und die Eltern die Kinder tatsächlich eher in die schlechtere Schule sozusagen schicken, mit Argumenten wie, ja, schauen wir erstmal, ja. Und dieses Kind eben nicht fördern und ihnen da vielleicht auch Chancen sozusagen im ersten Schritt erst einmal nehmen. Das Kind soll nicht so niedrig sprechen, ja, sie möchte Biologie studieren, sagt da vielleicht die stadtnarzisstische Mutter mal, ja, ja, sie will Biologie studieren, aber ja, ich sage ja immer, warte mal ab, ja. Das sagt die Mutter immer über die kleine Carina und ja, Carina ist mittlerweile aber so klein auch nicht mehr. Sie steht kurz vorm Abitur, sie schreibt tolle Noten, aber immer noch wird sie in Frage gestellt von ihrer eigenen Mutter, die sie darin nicht bestärkt, sondern es gerne hätte, dass Carina doch erstmal eine Ausbildung hat. Dann hat sie doch erstmal was und am besten auch Krankenschwester wird wie sie. Was Helfendes, das wird immer gesucht. Dabei wollte Carina schon immer gerne Biologie studieren und hatte da eigentlich schon ihre Ideen. Jetzt zweifelte sie aber auch daran und auch, ob sie es überhaupt schaffen würde, mit ihrem NC, den sie dann hat, vielleicht aufgenommen zu werden. Ja. Dann ist es auch so, dass Erfolge nicht gefeiert und gefördert werden. Auch das ist natürlich Gift für ein Kind. Ja, also sind andere Eltern stolz auf ihr Kind, sagen, wow, du hast es geschafft, du hast die Realschule geschafft, ja, du hast das Gymnasium geschafft, das Abitur gemacht, du bist zum Studium zugelassen, du hast Prüfungen gemacht, du hast deinen Abschluss gemacht, ist das bei stark narzisstischen Eltern im schlimmsten Falle leider überhaupt nicht so. Im Gegenteil, auf Feiern fehlen sie, sie werten Dinge vielleicht auch, müssen dann auch gerade in Urlaub fahren, ach, da haben wir keine Zeit, zu einer Abschlussfeier zu kommen, aber ist ja auch nicht so schlimm, oder? Na, ja, Abitur wird ja auch zu hoch gehängt immer. Da kommt doch von einer Klassenkameradin, da kommen ja die Eltern und dann passt das irgendwie auch. Ne? Ach, der da habt ihr Ausbildungsabschluss. Da wollte ich mit deiner Mutter, da wollten wir gerade wegfahren. Ja, ach, das ist ja traurig. Naja, aber so schlimm ist es nicht. Und ihr als Kind nehmt das immer als gegeben an, rückblickend und seht ihr aber auch, dass eure Eltern eigentlich nie Zeit in eure Feiern, euch zu feiern, investiert haben. Ist aber natürlich auch Gift für den eigenen Selbstwert. Im schlimmsten Fall werden euch im Thema Bildung wirklich Steine in den Weg gelegt. Das ist etwas, was mich unfassbar wütend macht. Ja. Geld wird nicht bezahlt für weiterführende Schulen beispielsweise. Kostgeld muss abgegeben werden. Also das heißt, dass ihr
zu Hause wohnen bleiben sollt, werdet vielleicht auch sogar fokussiert dahin und richtig viel Geld zu Hause bezahlen müsst, von eurem Ausbildungsgehalt nichts habt. Versteht mich nicht falsch, wenn man nicht so mega viel Geld hat, muss man gucken, aber das ist vielleicht auch dann in dem Moment wirklich unangemessen und Studium zum Beispiel, ja. Keinen Support bei der Auswahl zum einen, vielleicht können sie einem da dann auch nicht helfen, aber es geht noch weiter. Im Studium gibt es ja auch die Situation mit dem BAföG beispielsweise, dass Kinder dann auf das BAföG angewiesen sind, also entweder auf das BAföG, dass die Eltern Anträge ausfüllen, das machen sie vielleicht immer nicht, ja, oder sie füllen die Anträge aus und ihr bekommt kein BAföG und habt jetzt echt Probleme, weil eure Eltern euch das Geld nicht geben wollen und ihr jetzt in der Lage nicht, überhaupt nicht wisst, was ihr machen sollt, weil ihr auch totale Hemmung habt, das natürlich einzuklagen, was euer gutes Recht natürlich wäre. Gleichzeitig vielleicht aber auch zu sehen, dass die Eltern es nicht zahlen, aber selber in Saus und Braus auch leben. Also das ist etwas, das gibt es leider auch und das ist natürlich Mist. Ich weiß, dass sich da jetzt viel getan hat, auch mit elternunabhängigen BAföG. Als ich studiert habe beispielsweise, weiß ich, gab es das in der Form noch nicht. Aber dass man da vielleicht auch, dass das vielleicht wirklich ein Punkt ist, dass man da wirklich sehr stark gehemmt ist, abhängig auch ist von weiteren Schritten und vielleicht deswegen A, nicht studiert oder sein Studium schludern ist jetzt ein schlechtes Wort, ja, sein Studium vernachlässigt, weil man so viel arbeiten muss und die Eltern da vielleicht auch schont, weil sie ja mal sagen, oh, wir haben so wenig Geld, aber wie gesagt, das Bild ein ganz anderes ist. Dann Abwertungen ohne Ende. Auch das gibt es leider sehr oft, dass sie sogar noch das, was die Kinder erreicht haben, abwerten. Ja? Ich weiß eigentlich gar nicht, was sie studiert. Was studierst du nochmal? Oh, das ist ja wirklich so kompliziert. Ja? Dabei ist es gar nicht kompliziert. Denn der Johann, der studiert Ingenieurwesen einfach, aber seine Mutter weiß scheinbar jedes Mal nicht, was er studiert. Ja? Oder im Job auch, später im Verlauf. Ich weiß jetzt noch mal gar nicht, was sie macht. Also Lea, ich habe jetzt noch mal mit Tante Inge, die hat noch mal gefragt, was du eigentlich machst. Ehrlich gesagt, ich verstehe das jetzt nicht. Du hast doch mal was mit Rechnen, mit Mathe oder so. Ich kann es mir irgendwie nicht merken. Und Lea sagt sich, ich habe dir schon ganz oft erklärt, was ich mache, dass ich statistische Auswertungen Unternehmen mache und ich habe dir auch erklärt, was ich studiere. Ja, ich weiß auch nicht, vergesst es immer, muss ich mir mal aufschreiben, was du machst, dass ich auch immer weiß, was du machst. Und für Lea ist es jedes Mal ein Stich ins Herz, weil sie das so traurig findet, dass ihre Mutter sich das scheinbar nicht merken kann. Dann, sie verstehen es intellektuell nicht, aber wollen sich auch nicht empathisch einfühlen. Das kann eben auch sein. Es kann natürlich ein Gap sein dazwischen, dass die Eltern vielleicht nicht so schlau sind wie die Kinder. Ja, aber es vielleicht mal zu versuchen zu verstehen, müssen sie nicht im Detail verstehen, was die Kinder studieren oder was sie auch für eine Ausbildung haben, was sie für einen Job haben. Aber diese Eltern denken sich nicht mal ein, sondern sie werten es, wie ich es eben schon gesagt habe, mitunter über solche Sachen eben auch weg. Oft sind sie in ihrem eigenen Weg extrem beschränkt, immer gleich zu leben. Das muss man auch sagen. Das habt ihr sehr oft, wenn ihr diese Gap habt zwischen eure Eltern, waren vielleicht haben eine Ausbildung mitunter gemacht und haben nicht studiert. Ihr habt aber studiert und sie können es überhaupt nicht verstehen, warum ihr jetzt so einen komischen Weg da gehen wollt. Das kostet doch auch für sie nur Geld. Das kostet irgendwie auch nur Zeit. Und so einen Weg geht man eben auch nicht. Ja? Also da fehlt ja auch, habt ihr bei standardzistischen Menschen oft dieses, die Vorstellungskraft außerhalb ihrer eigenen Welt, die sie da irgendwie haben, das kann auch ein großes, großes Hemmnis sein für die Kinder. Dann ist es auch, dass sie eben sehr unflexibel sind, starknarzisstische Menschen. Also wie gesagt, die wollen oft, müsst ihr mal darauf achten, oft unter auch dem Denkmantel, ich bin konservativ oder so, die machen sehr oft das Gleiche. Und sie wollen eigentlich, dass ihre Kinder quasi dann auch den gleichen Weg sozusagen gehen, maximal noch etwas machen, was den Status noch für sie etwas verbessert, aber bloß nicht irgendwie mehr Kosten, aus der Rolle fallen. Das ist oft nicht gewünscht und deswegen legen sie diesen Kindern oft auch Steine in den Weg. Und dann kommt noch dazu, dass, wenn ihr eine starke emotionale Abhängigkeit habt, die große Gefahr bei diesen Eltern dann besteht, wenn diese Kinder sich entwickeln, dass die freier werden irgendwie auch,
Und dass sie keine Kontrolle mehr über diese Kinder haben. Und den einzigen Gewinn, den man manchmal verspürt, und das ist total traurig, wenn man so eine Konstellation eben hat, dass die narzisstischen Eltern dann doch mal angeben nach außen. Ja, also wenn man irgendwie einen Job hat, vielleicht der in einer tollen Behörde mit untersuchendem Konzern oder so, ja, dann geben sie nach außen an. Es kann aber auch ein Widerspruch sein, dass sie nach außen angeben auf der einen Seite, auf der anderen Seite euch zu Hause belächeln. Gibt es natürlich noch den anderen Bereich, dass die Eltern, das ist auch ein Worst-Case-Szenario, die eigenen Kindern ständig überfordern. Das gibt es natürlich auch. Das heißt, diese Kinder werden beispielsweise ständig vorgeführt. Jetzt erzähl doch mal, sag das Gedicht doch einfach mal auf. Ja? Mach doch mal, jetzt spiel doch mal was vor. Also sie werden ständig vorgeführt sozusagen auch. Ihr scheinbares Nichtwissen wird vorgeführt. Sie werden dadurch beschämt. Auch das kann dazu führen, dass man erstmal totale Angst hat, oftmals auch Dinge nicht zu wissen. Also man versucht sich möglichst viel anzueignen, um gewappnet zu sein für solche Situationen. Man hat das Gefühl, dass man überhaupt gar nichts kann. Und das ist natürlich auch sehr, sehr negativ, auch diese Erfahrung eben zu haben, wenn die eigenen Eltern einen, wie gesagt, permanent überfordern. Ja, was können die Probleme sein dieser Kinder oder auch heute, wenn man erwachsen ist? Das eine ist, man geht halt einen Weg unter seinen Möglichkeiten, was super traurig ist. Das heißt, ich habe euch das gesagt, man geht in eine Schule vielleicht, die gar nicht die geeignet ist, sondern man könnte ganz andere Wege gehen. Man denkt vielleicht auch gar nicht in die Möglichkeiten außerhalb einer Ausbildungskarriere, dass man denkt, dass man vielleicht noch studieren könnte oder in andere Wege gehen könnte, Karriere machen könnte in einem großen Konzern, auch im Ausland. Das Problem ist manchmal auch, wie gesagt, die soziale Schicht, also gar nicht out of the box irgendwie denken zu lernen, dass man denkt, okay, man geht halt diesen Weg und einen anderen Weg gibt es quasi auch überhaupt gar nicht, weil diese Ideen, die man da hat, einem nicht gegeben werden, die gegeben worden sind, man vielleicht nie bekräftigt und bestärkt worden ist. Man zweifelt sehr, sehr stark an sich selbst und seinem Wissen. Da ist ja Impostor-Syndrom hier oben und hier unten. Also man wird ein sehr unsicherer Mensch. Ihr habt vielleicht oder ihr verkauft euch auch unter Wert. Das kann auch so ein Punkt sein. Ja, Stelle und Gehalt beispielsweise, auch das. Ne? Ja, nun fang erst mal an nach der Ausbildung. Da fängst du erstmal nicht gleich. Zu viel verlangen sind die Worte der narzisstischen Mutter. Zack, und man landet sofort in irgendwelchen Stellen, wo ihr viel zu wenig Geld verdient oder auch in Stellen, die absolut unter euren Möglichkeiten sind. Das Problem ist auch, wenn ihr ein stark narzisstisches Umfeld noch habt, das rät einem eben nicht, auch sich zu entwickeln, also Partnerschaft vielleicht auch später, sondern sich mehr zu fordern, weil sie eher Konkurrenz dann wittern, sondern versuchen einen auch quasi klein zu halten. Man umgibt sich mit quasi bildungsfernen anderen Kindern und fühlt sich dann total fehl am Platz. Versteht mich nicht falsch, auch in unterschiedlichem Bildungshintergrund kann man befreundet sein, aber es ist vielleicht so, dass man durchaus vielleicht ein Umfeld hat, was nicht förderlich ist oder nicht ein, zwei, drei Personen mal, sondern man sieht diese Möglichkeit oft überhaupt gar nicht. Dann fühlt man sich nie der Gruppe sozusagen zugehörig, das kann auch sein. Also wenn ihr irgendwie mehr drauf habt und ihr denkt halt immer so, okay, nee, gebt euch mal mit den Leuten, die eher ganz andere Hintergründe auch haben und ihr denkt aber, Mann, ich denke doch viel komplexer in vielerlei Hinsicht, warum diskutiert denn das mit mir keiner? Naja, ich hinterfrage einfach irgendwie zu viel. Ja, ihr denkt immer, bei euch stimmt irgendwas nicht. Dabei ist es vielleicht das Umfeld, das ihr habt, das da einfach überhaupt gar nicht passt, weil da vielleicht auch die Möglichkeiten nicht bestehen, das mit euch zu diskutieren. Ihr fühlt euch aber total falsch, wie so ein Schaf, was nicht zur Herde gehört und denkt immer, mit euch stimmt was nicht. Dann Wissensdurst und Kontaktdurst nach anderen Gesprächen, das kann auch sein, dass man da wirklich wie so Wissensdurst hat. Man hat vielleicht eine Feier, da ist ein Onkel, der kommt aus einer anderen Stadt und der hat irgendwie macht was ganz anderes und man ist schon richtig wissensdurstig, sich mit diesem Onkel zu unterhalten und freut sich da vielleicht auch schon drauf, um mal was anderes irgendwie kennenzulernen. Ja, was kann man jetzt machen, wenn man, wie gesagt, so aufgewachsen ist, solche Probleme vielleicht auch einfach hat? Man muss erstmal sehen, es ist ein super komplexes Thema. Ich werde dazu sicherlich auch nochmal was machen. Ich finde es aber wichtig, sich überhaupt erstmal diesem Thema anzunehmen, zu sagen, okay, daraus können Probleme eben resultieren. Es kann eine große, große Schwierigkeit sein, ich muss ganz kurz was weglegen hier,
Weil man in einer Bubble war oder ist und einem immer gesagt wurde, was man eben nicht kann. Also wenn ihr natürlich nie gefördert worden seid und immer seid, naja, ich kann das ja auch nicht so gut, ich weiß das irgendwie nicht, habe viele stark narzisstische Menschen im Umfeld, dann ist das wie so ein Teufelskreis, in dem man ist. Man sollte vielleicht erst einmal auch anfangen, die eigenen Eltern zu hinterfragen, das, was sie sagen und ihre Ausreden, warum ihre eigene Bildung so ist, wie sie ist. Das ist erstmal ein riesengroßer Schritt, finde ich, weil man diese eigenen Eltern, narzisstischen Eltern, oft nicht anzweifelt und eben nicht hinterfragt. Und da jetzt vielleicht wirklich mal zu hinterfragen. Erstmal, ist der Vater wirklich so kompetent, wie er es zeigt? Hat die Mutter wirklich die Möglichkeiten nicht bekommen oder hat sie die einfach nicht gewollt, nicht genutzt? Sind es oft auch Ausreden? Und traut euren Eltern da vielleicht auch mal etwas weniger zu und nehmt sie vielleicht auch von so einem Podest, wo ihr sie habt, mal irgendwie runter. Die Bubble vielleicht auch zu verlassen, in der ihr seid. Ich habe euch das eben gerade gesagt, wenn ihr wissensdurstig seid, wenn ihr diskussionsfreudig seid, wenn ihr einfach, dann kann es sein und ihr euch da immer nicht wohlfühlt in eurem Umfeld, dann verlasst doch mal sozusagen eure Bubble. Das kann man über verschiedene Wege machen, Interessen, die ihr vielleicht auch einfach habt. Vielleicht einfach mal, um andere Menschen auch mal kennenzulernen. Vielleicht trefft ihr da mal auf den einen oder anderen, der sich gerne mit euch unterhält und der die Dinge vielleicht auch etwas komplexer erfassen kann. Das nächste ist, erkennt die Kontroversen nach außen. Also Elena ist Ärztin, nach außen wird gesagt, Elena ist Ärztin, ja, und es wird gefeiert und nach innen wird dann immer gesagt, was du genau machst da mit deiner Arztgeschichte, versteht doch kein Mensch. Also ich habe euch das vorhin gesagt, es wird gefeiert, auf der anderen Seite klein gemacht und das auch zu erkennen, zu sagen, hey, der Widerspruch, den gibt es und da auch eine klare Haltung für sich zu entwickeln. Die meisten Menschen, die von sich selbst immer behaupten, super schlau irgendwie zu sein und anderen Menschen massiv genau das unbedingt suggerieren wollen die ganze Zeit, geht man davon aus, die sind es oft nicht. Also das ist ganz oft etwas, wo ihr vorsichtig sein solltet, wie gesagt, wenn jemand das von sich behauptet, immer so erwähnt oder auch unbedingt dieses Bild zeigen will, ist eher ein Anzeichen, da mal etwas kritischer zu sein. Meiner Erfahrung nach finde ich auch, habe ich auch geschrieben, sind es oft die weniger lauten Menschen, die gar nicht immer in der ersten Reihe stehen, ja, und die aber auch nicht, wie wir vielleicht Narzissten immer einfordern, ihnen zu sagen, sie sind doch so toll, sondern es sind eher die unter dem Radar manchmal, die wirklich tolle Sachen auch mitunter zu sagen haben, die leider manchmal gar nicht zu Wort kommen und die durchaus auch sehr schlaue Ansätze haben und tolle Ideen auch einfach. Erkennen, das ist, kann auch ein sehr harter Punkt sein, dass man vielleicht auch der oder die Einzige in der Familie ist, die die Dinge vielleicht auch anders begreift. Ja? Es kann durchaus sein, dass ihr in einer Familie lebt, wo ihr vielleicht auch einfach schlauer seid als der Rest. Ja, ihr habt mehr Interesse an Bildung, euch fällt es auch leichter zu lernen. Und es kann durchaus sein, dass ihr da niemanden sonst habt, der vielleicht so tickt. Und das ist dann natürlich besonders schwer, aber es ist durchaus eben auch möglich. Ich habe euch den Dunning-Kruger-Effekt, habe ich erwähnt, ja, seid euch bewusst, dass es den einfach gibt, gerade im komplexen im Kontext zum Thema Narzissmus, da solltet ihr auch nochmal gucken. Laut zu sein heißt nicht schlau zu sein, ja, nur weil jemand sehr, sehr laut ist und wie gesagt, auch über die Sprache von Narzissten, ne, das ist wirklich, die versuchen darüber viel zu kompensieren, mitunter fällt man darauf rein, wenn man aus dem Elternhaus kommt, da kritischer einfach auch zu sein. Bewusstsein zu haben, dass stark narzisstische Menschen, also der Narzissmus sehr ausgeprägt ist, sie wollen doch unbedingt, dass man denkt, dass sie schlau sind. Deswegen geben sie in der Richtung alles da auch vielleicht zu blenden. Und sich, wie gesagt, von der Sprache nicht blenden zu lassen und an sich viel, viel mehr, sich auf sich zu konzentrieren, an sich zu glauben, sich zu vertrauen, seiner Meinung, seinem Denken auch zu vertrauen, auch wenn es vielleicht nicht die Masse innerhalb der Familie ist, im Freundeskreis oder so, sondern sich zu vertrauen und zu sagen, hey, und sich auch etwas zuzutrauen, was das betrifft, ja. Und dann aber auch, die Lehrer unter euch habe ich es hier genannt, wenn es Lehrer unter euch gibt, Lehrerinnen, ja, fördert vielleicht, wenn ihr solche Schüler erkennt, ja, soweit es euch möglich ist, ist natürlich auch mal Sache, aber diese Schüler eben zu fördern und
ihnen Worte zu geben, an sie vielleicht auch zu glauben. Ich glaube, das hilft diesen Schülern, wenn es nur ab und zu mal ist, auch wirklich sehr. Es kann auch sein, dass man eine Partnerwahl trifft, wenn man aus so einem Elternhaus vielleicht auch kommt, der auch abwertend ist, der vielleicht auch tatsächlich so tickt wie die Eltern, ja, und dann auch noch sich abwertend verhält und das bestätigt. Also da solltet ihr auch mal viel mehr gucken, ob ihr euch nicht vielleicht in so einem Umfeld tatsächlich befindet, die immer das bestätigen, was eure Eltern schon gesagt haben, aber das überhaupt gar nicht stimmt. Wie gesagt, konzentriert euch mehr auf euch. Wenn ihr euch immer in Bildung, das ist mir auch noch wichtig, geflüchtet habt, kann es auch sein, dass ihr quasi denkt, ihr seid nur etwas wert, wenn ihr gewisse Bildung habt. Also ihr habt so einen Weiterbildungswahn mitunter auch entwickelt, auch das kann sein. Dann solltet ihr eben auch da gucken, euch daraus zu entwickeln, zu sagen, hey, ich bin auch genauso wertvoll, gerade wenn man nämlich das kompensiert hat von früher, dass man gemocht werden wollte oder sich stabilisiert hat, das kann ich ja, ja. Klar, das könnt ihr und ihr seid auch gut drin, aber das ein bisschen abzulegen und das kann sehr schwierig sein. Ihr seid genauso wertvoll, wenn ihr keine Leistung bringt. Ihr braucht nicht 2 Millionen Weiterbildung, um zu bestätigen, dass ihr etwas wisst. Menschen, die euch kennen, die wissen das und die sehen auch eure Kompetenz. Allen anderen könnt ihr 2 Millionen Zertifikate vorlegen. Wenn die es nicht glauben wollen, wenn die euch runtermachen wollen, dann versuchen sie es eben. Und da ist es wichtig, glaube ich, irgendwann auch zu sagen für sich, okay, ich kann jetzt, diese Bildung hat mir früher geholfen, da rauszukommen aus diesem Elternhaus. Das kann ein Rettungsanker sein. Aber es kann irgendwann leider auch umschlagen, dass man zu viel macht, der Inhalt des Lebens wird. Und das zu erkennen und zu sagen, ich brauche das nicht mehr, ich kann jetzt auch das loslassen und ein bisschen mehr entspannen und ich bin auch wertvoll mit meinem ganzen Ich, so wie ich eben bin. Wenn ihr zu diesem ganzen Komplex auch noch Fragen habt und Tipps braucht, meldet euch super gern. Wir können telefonieren oder bei Videocall natürlich auch immer uns unterhalten. 3 Fragen. Das erste ist, hast du das Gefühl, dass du eine narzisstische Familie hast, die eben ja, dich im Thema Bildung nicht gefördert hat? Das zweite ist, wie haben sie dich durch die Bildung nicht gefördert? Was hat das für Auswirkungen gehabt? Und das dritte ist, was kannst du auch machen, um da vielleicht ein bisschen besseres Bild für dich zu bekommen? Meine Lieben, jetzt sind hier die Videos. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch super gerne bei mir. Und ansonsten wünsche ich euch eine zauberhafte Woche und mache natürlich wie immer ganz viel Sport. Ihr auch. Seid ihr auch in der Natur? Schreibt mal gerne, wo ihr so seid, was ihr so macht. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao.